Dornen und Disteln können sehr groß werden. Die können sogar Blüten treiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann geht eine Blüte auf. Dornen und Disteln mit Blüten. Das gibt es auch im geistlichen Bereich, Dornen und Disteln züchten. Lukas 8, Vers 14 beschreibt, wie man Dornen und Disteln züchtet, nämlich indem man sich den Lüsten ergibt. Das geistliche Leben ist wie ein Ackerfeld. Und wenn man sich den Lüsten ergibt, dann ist das, als ob man einen Sack mit Saatgut dabei hätte. Und da ist lauter Dornen und Distelsamen drinnen. Und damit streut man dann eifrig auf dem geistlichen Acker des eigenen Lebens. Ja, und dann wundert man sich, wenn da nichts anderes gedeiht. Wenn da Dornen und Disteln gedeihen auf dem geistlichen Acker des Lebens, wenn Gott keinen Segen schenkt, vielleicht sogar Ermahnungen gibt, umzukehren. Es gibt verschiedenen Ackerboden. Dornen und Disteln, das ist ein Ackerboden. Der andere Ackerboden ist der steinige. Und dann gibt es den Weg, wo die Vögel kommen und sie fressen den Samen auf, der dahin fällt. Es gibt auch den Ackerboden, wo Pflanzen gepflanzt sind, die der Herr nicht gepflanzt hat. Und da sagt Jesus, die werden ausgerissen werden. Nur ein Ackerboden ist gut. Das ist der, wo der Herr den Samen sät und gedeihen gibt. Aber wir haben einen Anteil. Wir dürfen nicht Dornen und Disteln säen in unserem geistlichen Leben. Wir dürfen also nicht den Lüsten hingegeben sein. Genauso wenig wie der Habgier oder der Machtgier. Wenn man sich mal die Videos im Internet anschaut, dann geht es meistens um solche Themen. Habgier, Machtgier oder Unzucht. Unzucht dürfte einen Großteil des Datenvolumens im Internet ausmachen. Und das sind Dornen und Disteln. Kehr davon um, wenn dein Leben geistlich fruchtbar sein soll, sodass du dich am Ende deines Lebens freust. Aber dazu gehört eine Entscheidung. Die Entscheidung für Jesus Christus, die gehört dazu. Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, dann bekommst du Sündenvergebung und du bekommst die Kraft, die Unzucht zu lassen, die Habgier zu lassen, die Machtgier zu lassen. Du bekommst dann den Heiligen Geist. Kehr um zu Jesus Christus, nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Erst dann erhältst du wirkliches Verstehen. Das ist eine freie Entscheidung deines Herzens. Wer zu Gott gehört, nimmt Jesus Christus als seinen Herrn und Retter an. Wenn es einen anderen Weg der Rettung gegeben hätte als das, was Jesus am Kreuz getan hat, Gott hätte ihn gewiesen. Er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit den Weg in die Zeit an das Kreuz erspart. Es gibt nur diesen Weg der Rettung. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, dann erhältst du Sündenvergebung, du erhältst den Heiligen Geist und dein Leben wird fruchtbar in dem Maße, wie du die guten Samenkörner, die der Heilige Geist für dich hat, annimmst und umsetzt. Und die bösen Samenkörner der Dornen und Disteln, die der Teufel für dich hat, der deinen fleischlichen Begierden zuspricht, ablehnst. Das geht nur im Heiligen Geist. Letztendlich. Das geht nicht aus eigener Kraft. Gott kann man nicht sehen. Den Teufel kann man auch nicht sehen. Entscheide dich für Jesus Christus, er ist der Weg. Jesus lebt, Jesus liebt dich. Ich möchte dich wiedersehen am Ende der Zeit. Wenn Jesus Christus dein Herr und Retter sein darf, dann führt er dich durch den Rest deiner Lebenszeit, durch den Heiligen Geist fruchtbar.
Am Ende gehst du durch die Wand des Todes in das Totenreich, Hades, Sheol. Dort hast du den Totenschlaf, die Totenruhe. Und ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung statt. Dann gehen die Auferstandenen in das Endgericht vor Gott. Wenn du in deiner Lebenszeit Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hattest, dann stehst du in der Auferstehung in einem weißen Gewand. Du stehst dort in einem eigentümlichen Glanz und gehst durch das Endgericht hindurch. Gott winkt dich hindurch in das Paradies. Das ist dein Weg. Der Weg derjenigen, die nicht Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen, die das nicht wertschätzen, was Gott am Kreuz getan hat. Deren Weg führt in das Gericht zu einem Urteil. Mit Sünden kommt man nicht in das Paradies. Nimm du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Ich will dich sehen am Ende der Zeit in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz, hindurchgewunken werden durch das Endgericht in das Paradies. Dort will ich dich sehen. Gottes Segen. Amen.